Dieser Ort, dieses Treffen, geheim, irgendwo in Montabaur. Sie sind hier, weil man sie braucht. Jeder Einzelne, eine Geheimwaffe. Philipp R., Olympiasieger im Stöckelschuhlauf. Simon D., Weltmeister im Gummistiefel-Weitwurf. Pierrek S., der Mann, der über Wasser gehen kann. Christian K., Völkerball-Europameister. Heiko S., deutscher Meister über 800 Meter. 5 von 8, noch liegen nicht alle Karten auf dem Tisch. Der Gegner heißt Lübs, der Wettkampf Mission Olympic. Montabaur will Deutschlands aktivste Stadt werden. Dieses Team vertritt den Westerwald beim Städteduell. 5 Sportarten in Lübs Ende Mai, 5 beim Finale in Montabaur im September. Wer gewinnen will, der muss gut vorbereitet sein. Die hier werden perfekt vorbereitet sein. Ortswechsel, das Montabaurbad in Montabaur. So leer ist es hier nur außerhalb der Öffnungszeiten. Es ist Abend, weit nach 21 Uhr. Das Sportlerteam schiebt Extraschichten. Hinter verschlossenen Türen und abgeschottet von der Öffentlichkeit versuchen sie hier gerade übers Wasser zu gehen. Das gelingt. Dem einen mal besser, dem anderen eher schlechter. Wasserlauf mit Mecklenburger Schwimmschuhen. Das ist am Wochenende beim Finale in Lübs eine der regionalen Sportarten. Und sieht an diesem Abend alles andere als dynamisch aus. Aber egal, dieses bunt zusammengewürfelte Team hat sich gefunden und wird alles geben für den Sieg beim Städteduell. Ja, wir sind offiziell angesprochen worden von der Stadt. Das war Zufall. Ich war in der Schule bei uns und die Monika Decker kam vorbei und brauchte noch ein paar Sportler. Und sie hat von der Idee erzählt, von den Disziplinen erzählt und man macht alles mit, was man kriegen kann als Sportler, das ist natürlich klar. Eine Stunde lang trainieren sie an diesem Abend den Wasserlauf, brauchen davon eine Dreiviertelstunde, um zu merken, dass sie die Paddel die ganze Zeit falsch herum gehalten hatten. Egal, das Team ist zwar ehrgeizig, vor allem aber mit viel Spaß bei der Sache. Die Vorfreude auf die ersten Wettkämpfe am Samstag in Lübs ist riesig, also darauf haben wir jetzt hingearbeitet, haben hart trainiert. Und wir freuen uns richtig, dass es losgeht. Sind gut vorbereitet, denke ich, heute nochmal das Wasserskilaufen probieren und dann werden wir das schon klappen. In diesen Mecklenburger Schwimmschuhen gilt es am Samstag schnellstmöglich eine Staffel zu absolvieren. 5 Teammitglieder, darunter auch eine Frau, müssen jeweils rund 30 Meter absolvieren, dann an den nächsten übergeben. Wer ins Wasser fällt, verliert wertvolle Zeit. Weitere Sportarten, in denen sich beide Finalstädte messen, sind zum Beispiel Beachvolleyball, Tischtennis, Völkerball, Sackhüpfen, aber auch für die Schusterstadt Montabaur so typische Sportarten wie Stöckelschuhlauf oder Gummistiefel-Weitwurf. Als man den das erste Mal trainierte, da warf Christian Klaptor das Ding beim ersten Versuch einmal quer übers Feld in einen Basketballkorb. Klaptor hat seither eine neue Lieblingssportart. Das Gummistiefel-Weitwerfen ist natürlich schon so ein bisschen so eine Spezialsportart entwickelt. Durch den großen Zufall, aber ansonsten, alles was ich werfen kann, mache ich gerne. Also Völkerball ist auch super. Okay. Ja. Am Wochenende steigt das große Finale von Mission Olympic in Lübs. Der Rückkampf findet beim Finale in Montabaur am 20. und 21. September statt. Vielleicht gelingt dann ja der Sprung auf das Siegerpodest und Montabaur wird aktivste Stadt Deutschlands.